Genug wir haben schon alle Bonnie und alle Donkey Kong. Genau, wir müssen nur noch das Level. Wir müssen. Nee, die Donkey Kong. Ach so, doch, die war ja gleich am Anfang. Stimmt. Wir müssen nur noch das Level überleben. Wow! Oh. Also, du willst. Das ist nicht, zu knapp. Du willst unbedingt, dass ich heute einen Herzinfarkt bekomme, oder? Ja. Was? Ich bin so weit hin. Oh! Ich hab das mies. Das Arschloch reingeflogen. Fällt mir gerade auf. Oh toll, es bringt jetzt ja nicht irgendwie. Kann man das fast nicht mitnehmen mit dem Papageischnabel oder so? Du. Okay. Ich brauch dich zu beschweren und konzentrier dich. Jetzt ist es offensichtlich. Was? Dass ich will, dass du an einem Herzinfarkt stirbst. Oh ja. Was? Ah, glaub ich auch. Du Arsch! Ey, das ist doch kacke, Mann. Und Combo. Wieso können die zwei Fässer nicht jetzt kommen? Das wäre viel sinnvoller. Ja, ohne Wind. Oh, Scheiße. Wenn jetzt verkacke ich. Nein, du schaffst es. Du bist immer. Du bist der Allerbeste von allen Besten, von den Besten, von den Besten, von den Schlechtesten. Scheiße, Mann. Du hast recht. Scheiße. Achtung. Alter, wie schnell man das schaukelt, ey. Das ist behindert. Scheiße. Ah, die sind auch noch voll in der... Ja, das ist das Binde, also die Stelle eben, da konnte man irgendwie nicht so gut durch, weil ich meine, das hast du ja selber gemerkt vorher, weil da wackelt man voll hin und her. Ja, ja. Ich kann nichts. Aber diesmal schaffen wir es. Egal, komme was wolle. Der war gut, ey Mann, das ist ein geiler Witze, Reißer. Du solltest Comedian werden. Okay, wenn wir es jetzt schaffen und du strengst dich gefälligst an, dann schuldest du mir irgendwas. Dann schulde ich dir einen Arzttermin. Nein, das ist ja langweilig. Dr. Spielchen habe ich schon genug gemacht, was anderes. Wie genug gemacht? Okay. Okay, das hier ist ja alles einfach. Ja, das war ja zum okay, doch, beinahe einfach. Einschlafen. Beinahe. Ja, toll. Wieso können die Fälle nicht immer fairer verteilt sein oder so? Wie vielleicht fanden es welche so Fan, die es gemacht haben. Haben die gedacht, oh, danke Gott. Danke, liebe Spielentwickler. Ich hätte lieber hier einen Fass gleich, dann bei dieser fiesen Stelle. Und jetzt kommt sie, die Todesstelle. Boah, wie gern ich jetzt hätte. Sie auch Todesbiene. Langsam. Ja, so sieht das gut aus. Genau, ich wollte sagen, zur Seite musst du auch noch. Nein! Oh. Scheiße, Mann. Runde. Oh, du dummes... Wie soll man das so schnell hinkriegen? Ja, du musst nach unten drücken, habe ich dir am Anfang erklärt. Dass wenn du nach unten drückst, ist du dann schnell fliegst. Und wenn du nach oben drückst, fliegst du langsamer. Ich sag dir das schon mal. Wenn du weißt, dass ich was vergessen habe, dann schrei mich doch an. Du weißt nicht, dass du es vergessen hast. Ich hatte nur das mit oben mitbekommen. Das mit nach unten habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, man ist nicht irgendwie braucht. Enthusiastisch. Aber eher langsam fliegt. Anders beschäftigt. Mit deinem... Geschlechtsteil oder so? Nein! Sag mal! Mach mich nicht schlecht vor okay. Vor den Leuten hier. Vor den Leuten hier? Es ist so, als würden wir hier in so einem Studio sitzen. Ja, vor diesen Leuten hier. Ja, wir sitzen im Good Girl Crazy Zockers Let's Players Studio. Das stimmt. Es ist in Mannheim. Das ist in Schleswig-Bayern. Jo, wie auch immer. Also, wer uns mal besuchen will, holt sich einfach eine Fahrkarte nach Schleswig-Bayern. Ja, genau, ja. Und dann... Und wir sind in der... wie hieß die? Abaduzeler Straße 15. Keine Ahnung. Das ist dann die Regenbogentüre. Also ich hab mich verlaufen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ist runter. Ist hoch. Oh, wollt ihr mich verarschen jetzt? Was geht denn jetzt? Und es hört immer noch nicht auf. Und es laggt auch noch. Zur Erleichterung. Ja, hallo, Spiel. Funktioniert doch nicht. Ich würde es getestet, weil das jetzt hier so laggt. So. Also ich meine jetzt nur, damit das Spiel nicht abstürzt. Also ja, falls klar. Es abstürzt. Ist klar. Oh ja. Das Level war kacke. Gut, und jetzt sind wir... Oh Gott. Haben wir genügend? Oh mein Gott. Schauen wir nach. Ah, wir haben nur 13. Okay. Boah, ich dachte, jetzt müssen wir diesen Scheiß machen. Abdüsen. Okay, dann müssen wir noch ungefähr ein Level machen. Und zwar... Moment.
Oh nein, nicht das Level. Wald des Grauens. Naja, das ist widerspiegelt jetzt meine Gefühle für dieses Level. Vielleicht findest du das Level ja ganz cool, also ich find's scheiße. Wenn ich noch dran wäre, würde ich's cool finden, glaube ich. Das kann man ändern. Oh. Hey, was machst du? Du sollst mich auch holen und nicht wieder hinlegen. Okay, danke. So, komm mal her. Viel Spaß. Jetzt. Komm, die kommen erst später. Ich wollte trotzdem mal die Kiste holen, wenn das nicht so lecken würde. Ach. Oh, jetzt läuft mal wieder halbwegs. Vernünftig. Was? Ja. Was ist passiert? Auf das Nutella-Messer von dem Gegner. Das ist der unsichtbare Pixel, hat Captain Iglo, Captain Iglo, lass das. Captain Iglo. So, stirb. Oh, Captain Iglo ist sogar im Ausrastmodus gestorben. Captain Iglo enters Rage Mode. Wow, nein! Verdammt. Nein! Du musst aber die ersten 3-4 Mäuschen jetzt ohne mich schaffen, weil das andere Fass kommt erst nach den Mäuschen. Okay, Mäuschen! Okay. Nee, Spaß, okay. Wir reisen uns wieder zusammen in Gutgu. Also wir holen uns in Schleswig-Bayern. Bitte? Nix. Ich dachte nur, der Weg dahin ist einfacher, aber da habe ich diesen Messertypen gesehen und da habe ich gedacht, nee. Ich glaube, da kommt gleich noch eine, oder? Ist ja wie in einem schlechten Horrorspiel, du hast die ganze Zeit Angst, dass irgendwas kommt. Pass auf, Bruder, da ist die Maus! Ah! Ah, nein! Nicht du! Nicht du! Nicht du. Tja, das habe ich gemeint, will dich umbringen. Da. Das habe ich mir auch gedacht sogar. So, guck mal, wenn wir jetzt hier... Oh, da ist okay, ich kann mich schön zurücklehnen. Nein, du holst mich nicht, sondern du holst deinen zweiten Versuch. Vergiss das nicht. Scheiße, stimmt. So, ich mach's mir mal schön gemütlich. Nein. Ey, Junge, das kannst du vergessen. Ich mach dir das scheiß Level. Und halt, doch, das machst du jetzt gefälligst. Vergiss nicht, ich habe dieses Studio bezahlt. Also. Stimmt. Also stimmt, wenn ich mich jetzt trennen würde, dann hätte ich kein Geld mehr, um hier. Scheiße. Genau, um scheißen zu können. Ich rutsche auf diesen perversen Netzen hin und her. Perversen Netz. Ja, Mann, ich hab doch noch meinen zweiten Versuch hier im Weg. Wie schlecht die dich halten, ne? Okay. Ja, das genau, so nehmen wir davor. Erst halten die mich für schlecht und dann denken sie, ah, der ist doch ganz gut. Ja, genau. Ist voll unfair. Bis jetzt kam kein einziger Bonus, ist das normal? Ja, die kommen erst nach der Hälfte, glaube ich. Weil die Hälfte kommt ziemlich früh. Früh? Früh definiere ich jetzt mal. Ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir sterben. Oh, jetzt kommt die Hälfte. Die sah ungesund aus. Ja, meine ich ja. Das sah aus, als hätte er irgendwas Merkwürdiges mit dir vor. Das sah wirklich so aus. Ja, der ist voll grün angelaufen, der Wichser. Ich meine, wie er da stand. Er kommt gleich vorbei. Oh, sexy Baby, komm her. Jetzt wird er eher ein Rosa. Nein, wieso fällt er? Wow, ja, ich sag ja, na, hat die ganz Haare, ja. Weggegangen. Was? Ich weiß nicht, was die plötzlich wollen von mir. Ja, schon wieder, was ist das? Also, wieso gehen die Netze plötzlich unter meinem Arsch weg? Weil du zu lange drauf bist, weil du zu lange wartest. Weil du klein bist, weil dich keiner leiden kann. Willst du noch mal Gründe hören? Nicht lecken. Alter, das ist auch einfach dein extra Leben sieht aus wie eine, als hätte ich mit einer Fliegenklatsche deine Spinne auf meinem Desktop zerschmettert. Also, sieht cool stimmt aus. Ja, das haben sie wirklich geil designt, das muss ich schon echt zugeben. Durch das Lecken hat sich gerade das bei dir so angehört. Das haben sie echt geil designt. Geil. Oh, guck mal, schon wieder ein Dings versucht, aber wurde ich noch gar nicht getroffen. Wollen die mich irgendwie verarschen? Und nachher bei den abartigen Stellen kommt gar nichts mehr. Ja, eben. Das ist so, gleich kommen die abartigen Stellen nämlich. Und immer noch kein Bonus vor allem. Ja, hier kommt dann der erste, hier an der Wand. Da müssen wir nämlich gleich. Das wird kacke. Oh je. Oh. Oh, das hat sich beeilen? Gut. Wow, weil diese kleinen. Nein! Ich sag dir doch, du musst dich beeilen. Nicht. Man kann mich nicht so beeilen. Ich verstehe dabei ein jetzt was anderes. Okay. Oh.
Nein. Nein. Doch. Das ist lieber nicht ihr Ernst. Wie grausam die sind. Ja, eben. Stell dir mal vor, da würden wir jetzt noch. Ich hätte so eine Schneckenkugel da wegrennen müssen. Der Adventure of Kanonenkugel. Okay, zumindest. So, jetzt muss ich den Bonus aber auch im ersten Versuch schaffen, ne? Der ist ja nicht so schwer. Oh, du fuck, ey! Sag das nochmal! Was, oh, du fuck, ey? Nein, das ist ja nicht so schwer, sag's nochmal. Der ist ultra schwer. Ich glaube nicht, dass du das jetzt nochmal sagst. Ich verstehe, warum der vorhin unter deinem Arsch verschwunden ist. Sobald du ein zweites Spinnennetz machst, wenn schon zwei da sind, wenn du das nächste machst, verschwindet das erste Spinnennetz. Das erste? Ja, siehst du nicht aber hinter dir. Das war vorher. Ja, aber ich meine, ja, ich weiß. Ja, oder wenn du zu lange wartest, ja. Oh, DK Kaiso Donkey Kong Münze geholt. Ja, mal wieder, der Kaiso ist wieder aktiviert. Und wie wir es vorher gesagt haben, es kommt kein Donkey Kong was mehr, wetten? Jetzt wurde ich einmal getroffen und jetzt denken sie sich, ha, leck mich am Arsch, dann machen wir keins mehr. Ja, genau. Oh, ja, natürlich gehst du wieder weg. Ist aber klar, oder? Und der zweite wurde ja, Alter, das ist wirklich Kaiso Donkey Kong, was soll denn das? Hallo, das ist ein Spiel für Kinder, was haben die sich dabei gedacht? Das für Japaner-Kinder, stimmt schon. Ich weiß nicht mehr, ob das noch ein Spiel für Kinder ist, also anfangs dachte ich auch so, aber... Ja, ich denke, ohne die 102% sind es für Kinder und die 102% sind für Erwachsene. Obwohl, okay, wir sind ja auch nicht wirklich Erwachsene, also ich schon mit 21 Jahren, aber du mit 15 Jahren. Sag bloß, du hast doch eine Kanonenkugel. Oh, da ist der alte Perverse wieder oben und wartet laut auf uns. Scheiße, das leckt so. Wir was helft jetzt? Wow, wow, wow! Schieß ihn ab! Ja, oh, eben, du was kannst du schießen. Wow. Wo kam der überhaupt her? Ach so. Scheiße. Scheiße. Ich möchte doch nicht vorbeischießen. Da gleich kommt der Kanonentyp. Wenn ich den töte, dann kommen wir nicht mehr in den Bonus rein. Der versaute Mann. Also doch wieder eine Kanonenkugel, so wie ich es angenommen hatte. Oh. Okay, lieber hinterherlaufen. Ja genau, wollte ich gerade sagen, du kannst noch hinterherlaufen. Sammle die Sterne auch noch. Alter, ich... Ah, okay, das ist dieses Wertzeichen, oder? Wollte ich gerade sagen. Das sieht aus wie das Werk. Steck, nee, so, ist das bestimmt aus Versehen so. Wir waren bestimmt betrunken, haben irgendwie mit Augen zu irgendwas hingekritzelt mit Paint und dann ist das Wertzeichen. Hä, hey, und genau 15 Münzen für das Bonuslevel. Wow, stirb! Wow. Alter, was wollen die Schweine? Weil deshalb bist du recht, es kam kein DK-Fass mehr. Oh, sag mal, wann ist denn das denn vorbei? Ich mache hier gerade nur noch Gastkommentator. Ja, jetzt ist vorbei, aber weißt du, was das Perverse ist? Oh, DK-Münze. Ja, und guck mal, weißt du, wie schnell du verschwindest? Guck dir das mal an. Wir setzen jetzt einen Safe State, weil sehe ich echt nicht ein. Das hab ich gesetzt. Mal machen müssen. Ja, eben, also. Okay. Jetzt! Genau. Okay. Wow, wie im Bau, first try. Wir haben gar keinen Safe State, das war nur Spaß. Nein, das, wo vorhin stand, der da State nur saved ist, bedeutet, ihr seid so gut. So, bevor wir den schönen Boss machen, der sich Crow's Rache nennt, oh Gott, machen wir... Nein, lieber erst das Bonuslevel. Nein. Ach so, ja, meine ich ja. Weil das okay, wir sind zwar schon bei fast zwei Parts, aber egal, wir machen noch. Das ist ein der zwei einfachsten Bonuslevel. Yogi, rein, Alter. Was, ein einfaches? Eins der zwei einfachsten. Das erste mit den Reifen ist das einfachste. Blutofen und grüne Lava! Juhu! Das kannst du ja kennst Lava, du ja damit noch... hast du ja jetzt mit deinem verbrannten Finger total Bekanntschaft gemacht. Ich war abgelenkt. Nein, du kennst doch aus meinen anderen Parts, bei dir, glaube ich, ist es ja nicht so, aber diese grün-grau-weiße Lava, die bei mir immer anders blinkt, so diese Disco-Lava. Ja. Die sehe ich jetzt auch wieder. Oh nein. Disco-Lava! Yay! Yeah. It's the Disco-Lava! Oh, du kannst... Wow! Hey, du kannst fliegen mit einem Fass. Ich find's lustig, weil du dann mit dem anderen mal gezeigt hast, genau, wo man hin. Ja, und ein paar fallen runter, ein paar nicht, das ist mies. Scheiße. Okay, lieber erstmal hier. Oh, okay. I wanna beat the Donkey. Wie soll ich das denn machen? I wanna beat the Kong. Scheiße, Mann, da hätte ich hier drauf fliegen müssen, das war meine Chance. Also, du schaffst es. Siehst du, das klappt doch. Ich muss dich nur auf irgendeiner unbekannten Fremdsprache anschreien, dann klappt das. Alter, ich spritze gleich schon wieder, ey, Mann. Nein. Oh, was war denn das? Ja, hallo, komm. Ey, das könnt ihr jetzt nicht machen, ey. Hä? Ja, was soll das TNT-Fass da jetzt? Ach so, um die Igel zu töten, wahrscheinlich. Ach, egal. Um die Igel zu... Ja, jetzt musst du den irgendwie... Sag doch gleich, du meinst den vorderen Igel.
Hallo? Ja, keine Ahnung, ich hab einfach gedacht, irgendeinen Igel. Stand da doch noch zu sehen, wo ich bin, hat der mich getroffen.